Herzlich willkommen hier auf Tanoa, der neuen Map vom Apex DLC. Ja, Schuhe sind sauber. Ich möchte euch heute gleich mal einen kleinen Rundflug zeigen hier über die Main Map, also die Main Insel. Und ja, es wurde nahezu alles neu bearbeitet hier. Es gibt neue Gebäude, aber die zeige ich euch gleich. Wo sind die? Links? Rechts? Ja. Die Map an sich, wie gesagt, ist groß. Gibt es im Apex DLC. Ich befinde mich hier drüben. Ich werde dann über Georgetown die Mitte mal fliegen, ins Industriegebiet hier oben, den Flughafen, den aufgeschütteten, einmal rundherum, wieder bis Georgetown und dann eine Abkürzung runter zum Flugplatz und unten mal entlang. Ihr seht, es ist schon ordentlich was geboten hier. Also man bekommt was für sein Geld diesmal. Ich sage nicht, dass es beim letzten Mal nichts gab, aber hier ist, glaube ich, diese, weiß nicht, was es kostet, 20, 25 Euro, sind schon gut angelegt. Kleiner Rundflug, wie gesagt, ich habe den mal mit den offenen Türen gewählt, da kann ich mich besser rauslehnen. Ja, wie ihr seht hier, gibt ein kleines Suff. Ja. Anlagen, Militäranlagen aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg. Na, Ersten glaube ich nicht, aber im Zweiten. Soll ja in den Philippinen sein, diese Insel. Ich sag's euch gleich, sehr viel Dschungel. Die Atmosphäre ist hier genial. Sound wurde auch schön neu gemacht. Ich sehe gerade, das erste Landekreuz. Ah, hier. Es gibt doch Gebäude von Arma. Drei Altis, Kasernen und Lagerhallen sind auch drauf. Ich glaube, gesehen zu haben, dieses Bürogebäude. Und ja. Sollten wir mal Richtung Osten ausbrechen, Richtung Georgetown. Ja, wie angesprochen, es sind jede Menge Inseln um der Main-Insel herum, die auch schon sehr groß sind. Die haben schon größere Stradis. Wir bewegen uns jetzt Richtung Georgetown da vorne. Die größte Stadt und meiner Meinung nach die Hauptstadt hier fliegen dann ja, bis Richtung Mine hier hinten. Ich werde auch ab und zu mal runtergehen, beziehungsweise ich werde runtergehen, weil hier oben seht ihr ja nichts. Die Gebäude sind stellenweise begehbar. Es gibt auch, ihr seht es hier unten, wieder Eisenbahnstationen. Rundflug um die Stadt. Ist noch hier in dieser Entwicklerecke von Steam. Arma 3 umstellen auf DLC. Gibt vierspurige Straßen, Erhöhungen, schöne Anlagen, Funkanlagen wieder. Es gibt Hochhäuser, nicht alle Gebäude sind komplett begehbar. Ist auch verständlich, ich glaube hier in so einem Hochhaus jedes Büro einzurichten, ihr wisst ja selber wie das ist, ist glaube ich zu aufwendig. Ich habe es wirklich noch nicht probiert, ich kann es euch nicht sagen. Ihr könnt euch freuen, diesen DLC gibt es ja jetzt am 13., 14., ich weiß nicht, 16. Juni. Wir haben heute den 9., wo ich das aufnehme. Ist es für alle DLC-Besitzer ja, downloadbar. Wird ja automatisch gemacht über Steam, wer es eingestellt hat. Hier ist wieder mal ein Eldorado für Missionsbauer. Es gibt sehr viel Neues zu sehen.
Schöne Industrieanlagen wurden erstellt. Hier liegt, glaube ich, das Hauptaugenmerk auf Holz. Ja. Kleine Kraftwerke, wie man sieht. Das ist, glaube ich, hier so eine Fabrik. Schön auch hier unten wieder mit dieser Eisenbahnstation. Gibt auch sehr viele neue Gegenstände. Die Masse ist auch im Editor schon erhältlich. Und drüben so eine Tankstelle, Raststelle. Es funktioniert. Was es noch nicht gibt, sind ist diese neue Fraktion von, ich weiß gar nicht, wo die hingeht. Rot, blau oder neutral, grün. Wird ja neue Fahrzeuge geben, Jeeps für die Einheiten, neue Uniformen. Ist dann so mit neuen Tarnmuster, neue Helme, neue Westen. Also ist schon sehr detailliert gemacht. Hier vorne wieder Brücken, ja, wie ihr seht. Schöne Landschaften. Es gibt Hotelanlagen, es gibt hier oben diese Mine, große Mine, da hinten ist ja irgendwo der Vulkan da oben. Hier ist dieser Minenbereich mit ja, Bagger und Radlader. Sehr schön gemacht. Grafik haben sie ja überarbeitet, die DLC gab es ja schon, beziehungsweise den Patch. 1.6 war die Vorbereitung quasi auf diesen DLC hier. Ist ja für alle gewesen. Vorne ist die eine der größten Industrieanlagen in Arma, die ich bis jetzt gesehen habe. Dschungelpfade sehen wir hier. Natürlich die obligatorischen Kommunikationsanlagen. Sehr nice. Es gibt viele Bauernhöfe, viele Fabriken. Hier vorne ist wieder so eine kleine Holzfabrik. Brücke in der Nähe. Also wirklich Hammer. Grafik, guckt es euch an. Ja, hier vorne, wie angesprochen, die große Industrieanlage. Gibt sogar einen Drogendock. Seht ihr das hier? Steht ein Schiff drin. Echt geil. Große Industrie. Die Bäume, die Kräne hier, die. Alles neu gemacht. Alles nur für uns, Leute. Nur für uns. Hier vorne ist der Flugplatz. Der ist leicht aufgeschüttet. Wie ihr seht, richtig schön gemacht. Beleuchtung ist da. Wir könnten jetzt mal eins machen. Ich würde ja gerne mal auch das Ganze bei Nacht zeigen und die Atmosphäre. Wir werden uns gleich wieder hier sehen. Ja, und hier sind wir wieder im Dunkeln. Hier hinter uns der Flugplatz. Ist natürlich hier in so Dörfern gibt es dann immer nur so ein, zwei Lämpchen, ne? Also in den Städten wird dann schon mehr los sein. Hier vorne haben wir wieder ein bisschen Industriegebiet. Was ihr hier drüben seht, sind so kleine Ferienanlagen oder Dörfchen. Das ist ein Friedhof. Ah, da geht mir jetzt schon der Kackstift, glaube ich. Okay, weiter geht's. Ja, nicht übertreiben. Wie gesagt, die Grafik wurde ja überarbeitet. Und 95% aller Gebäude sind neu. Die
nicht alle begehbar sind. Wenn ich hier ein Stück tiefer zum Ambiente reinkommt. Schön. Hat auch hier was von, ne? Die Zeltdinger kennen wir doch irgendwo her, die Planen. Und ich will jetzt nicht hier im Dunkeln komplett rumfliegen, also wir werden hier auch wieder hell machen. Okay, Hexerei, es ist hell. Wir haben gesprochen, es gibt diese Trail-Struktur jetzt mit den Eisenbahnen, mit den Schienen. Ist wirklich sehr ordentlich, sehr ordentlich. Also hier kann sich der Missionsbauer eurer Teams, unseres Teams, wieder schön austoben. Ich werde dann nochmal eine Landung im Dschungel machen, um euch die Atmosphäre diesen Dschungelsound mal vorführen. Was hier sehr interessant ist, finde ich, sind auch ja, dieses Amphibische, also diese halb Land, halb Wasserstruktur, die es hier gibt auf Tanoa. Viel Büsche im Strandbereich, wo man sagen kann, hier mal eine Landung, entweder für Taucher oder ja, für Marines, die anlanden wollen. Okay, wir sind jetzt hier oben, ich werde jetzt nochmal quer durchfliegen über den Flugplatz hier unten. Kann ich euch das da unten noch zeigen? Quer durch, Flugplatz. Wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze noch angucken. Ihr könnt bis zum Montag ist es dann, glaube ich, oder Dienstag, könnt ihr euch die Map nochmal angucken. Ein bisschen drüber fliegen, mal drin rumrennen. Mir gefällt es Brücken. Ich krieg einen Knall Brücken. Ich liebe dieses über Brücken fahren und drauf zu warten, dass ein Hinterhalt dort ist. Mal kurz gucken, Leute. Hier ist ein Feriendorf. Ist das geil? Hoffentlich kommt das Ding bald. Okay, in eine runde Richtung Süd. Ist das geil oder ist das geil? Also ich glaube, ich habe hier gut investiert für die arme Zukunft. Hoffe euch geht es dann auch so. Vorne war nochmal diese Industriestadt. Ihr seht auch hier vorne wieder diese Schienen. Also fast von Stadt zu Stadt, wo es natürlich möglich ist, ist dieses Schienensystem. Ja, das kann man sich dann eventuell auch orientieren. Also ich bin absolut baff. Mir gefällt das schon wieder. Wertsteigerung fürs Spiel schon wieder 100%. 100%. Ich habe euch auch jetzt eher so die kleine Insel, die große Insel hier gezeigt. Es gibt ja umliegend noch sehr viel kleinere Inseln. Nicht nur kleiner, das sind stellenweise auch die Größe von Stradis oder größer. Von dort aus Operationen natürlich dann durchgeführt werden. Es gibt auch dort Flugplätze, Dschungelflugplätze, ja, grüne Piste. Ich glaube hier sogar die Tower wurden okay, ich stelle nochmal auf Nacht um, weil das ist immer schön. Okay, lassen wir mal das Licht auf uns wirken. Sieht immer geil aus. Flugplätze nachts. Ja, das ist schön. Ja, wie angesprochen, hier guckt es euch an, hier die Hallen. Ist alles neu, sind begehbar, sind offen. Die Lampe ist natürlich von Aldis. Ich glaube, dieser Tower ist nicht von... Nein, ist er nicht. Also, es gibt
auf jeden Fall, selbst die Hangars hier sind so Inselstyle. Also dieser halbhelle Himmel da hinten, das ist auch schön gemacht. Gefällt mir. Platz bei Nacht. Immer sehr schön. Nicht erschrecken, es wird wieder hell. Was ich angesprochen habe, es ist ein Traum, Traum, Traum. Diesen Bereich hier, das meinte ich, diesen amphibischen Bereich, annähernd so kleine Inselchen, hier stellenweise noch mit so Wrackboden bestückt. Also sehr detailliert, sehr schön gemacht. Kann man sich annähern. Taucher, amphibische Einheiten, Landung per Boote. Ich werde jetzt dann auch nochmal in den Dschungel reingehen, um euch den Flair zu zeigen. Soundeffektmäßig. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein bisschen was gezeigt habe, euch Appetit gemacht habe auf die Map, auf den DLC. Wie gesagt, es ist ja nicht nur die Map hier, es ist ja wirklich viel mehr. Ja, machen wir Dschungel. Machen wir jetzt Dschungel. Ich muss irgendwo Dschungel finden, dass ich euch das zeigen kann. Ah, wir landen einfach mal hier. Dieses Haus ist neu. Und Touchdown. Steigen wir mal aus, ne? Geil. Also wie gesagt, für Dschungelmission wieder herrliche Atmosphäre. Wir werden da wieder auf den Sack kriegen. Ich hoffe, die KI wurde auch überarbeitet und kann man nicht durch Bäume oder Blätter durchgucken. Es ist noch... Oh. Du läufst hier in den Wald und hast sofort was zum Gucken. Also, wie gesagt, hundertprozentige Wertsteigerung des Spiels in meinen Augen. Ich hoffe, wie angesprochen, ich konnte euch hiermit ein bisschen mundwässrig machen. Und, ach, das Haus kaufe ich mir doch. Ist doch idyllisch, oder? Und ich hoffe, ihr holt euch den DLC und habt auch so viel Spaß wie andere. Ja, ist schon schön Platz hier. Ja, das war's an der Stelle. Ganz einfach danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.